Hallo Freunde, mein Name ist Leon und heute werde ich euch eine weitere herzzerreißende Geschichte erzählen. Am 24. August 2011, einem Mittwoch, war Michelle Despin an ihrem Arbeitsplatz. Sie teilte ihren Kollegen jedoch mit, dass sie am Nachmittag gehen müsse, um einige Rechnungen zu Hause zu erledigen. Michelle wohnte mit ihrem 34-jährigen Ehemann Marc Despin in Jonesboro, Arkansas, Vereinigte Staaten. Sie waren seit 15 Jahren verheiratet und hatten zwei kleine Söhne. Außerdem hatte Michelle eine Tochter im Teenageralter aus einer früheren Beziehung, die Marc liebte und mit aufzog. Trotz ihres heutigen wohlhabenden Lebensstils waren ihre Anfänge bescheiden. Als sie sich im Alter von 18 und 19 Jahren kennenlernten, stellten Marcs Eltern, Tana und Jack Despain, ihnen einen Wohnwagen zur Verfügung, in dem sie leben konnten, und Marc arbeitete in der Immobilienfirma der Familie. Nach einigen Jahren wagte Marc den Schritt in die Selbstständigkeit als Immobilieninvestor und Gutachter und kam zu großem Erfolg und Wohlstand. Dieser Erfolg ermöglichte es ihnen, von ihrem ursprünglichen Wohnwagen in ein luxuriöses Haus mit Swimmingpool umzuziehen. Marc und Michelle arbeiteten fleißig, um ihren Kindern alles zu bieten, was sie sich wünschten, einschließlich häufiger Urlaubsreisen zu Zielen wie Jamaika und Cancun. Michelle spielte eine wichtige Rolle in Marcs Unternehmen, indem sie die Buchhaltung führte und auch eine Stelle BI der örtlichen Bank innehatte. Am 24. August kam Michelle gegen 3 Uhr von ihrer Arbeit in der Bank nach Hause und fand die Hintertür unverschlossen vor. Zu ihrem Entsetzen war das gesamte Haus gründlich durchwühlt worden. Schubladen standen offen, Habseligkeiten lagen auf dem Boden verstreut und überall lagen Glasscherben herum. Das Chaos erstreckte sich auch auf die Badewanne, in die wahllos Kleidung geworfen worden war, und auf das Schlafzimmer, wo ein Schmuckkästchen geöffnet worden war. Als Michelle das Chaos durchstöberte, machte sie eine herzzerreißende Entdeckung. Marcs lebloser Körper lag auf dem Küchenboden, ein Opfer eines tödlichen Schusses. Von Angst überwältigt eilte Michelle nach draußen und wählte sofort den Notruf, da sie sich um ihre eigene Sicherheit sorgte. Als die Polizei eintraf, glaubte man zunächst, es mit einem missglückten Einbruch zu tun zu haben. Eine eingehendere Untersuchung ergab jedoch Verdachtsmomente hinsichtlich der Umstände des Vorfalls. Als die Polizei die zurückgelassenen Gegenstände unter die Lupe nahm, kamen ihr Zweifel an der üblichen Einbruchsgeschichte, da viele wertvolle Gegenstände in der Wohnung unberührt blieben. Die merkwürdigen Umstände, unter denen Marc zu Tode kam, nährten ihren Verdacht weiter. Zu seinen tödlichen Verletzungen gehörten eine Schusswunde in der linken Brustseite und eine weitere in seinem Kopf, die beide aus nächster Nähe zugefügt worden waren. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem Vorfall um einen vorsätzlichen Angriff handelte. Ihrer Theorie zufolge betrat Marc, als er an diesem Tag nach Hause kam, die Küche, stellte einen Eiscremebehälter auf den Tresen, woraufhin sich jemand von hinten näherte und zweimal auf ihn schoss. Dies veranlasste die Ermittler zu der Annahme, dass der Angreifer bereits im Haus war, als Marc eintraf. Die vorherrschende Meinung war, dass der Eindringling keinen Diebstahl, sondern ein gezieltes Attentat auf Marc begehen wollte. Die verwirrende Frage blieb bestehen: Warum sollte ihn jemand umbringen wollen? Während ihrer Ermittlungen befragte die Polizei alle Nachbarn in der Straße und erfuhr, dass am Tag des Vorfalls ein unbekannter afroamerikanischer Mann in der Nähe gesehen worden war. Außerdem gab es Berichte über einen blauen Mercedes, der in der Nachbarschaft kreiste. Im Rahmen ihrer Ermittlungen versuchte die Polizei herauszufinden, ob Marc irgendwelche bekannten Gegner hatte. Einige Personen beschrieben ihn als einen zielstrebigen und ehrgeizigen Mann mit dem Ruf, rücksichtslos zu sein. Bei der Rückverfolgung von Marcs Bewegungen stieß die Polizei auf ein großes Rätsel. Es wurde nicht erwartet, dass Marc an diesem Tag zu dieser Zeit zu Hause war. Dies warf eine entscheidende Frage auf,
Wie konnte jemand mit böser Absicht wissen, dass Mark genau zu dieser Zeit zu Hause sein würde? Die Diskrepanz zwischen Marks unerwarteter Anwesenheit zu Hause und dem offensichtlich vorsätzlichen Angriff machte die Ermittlungen noch komplizierter. An jenem verhängnisvollen Tag teilte Michelle der Polizei mit, dass sie mit Mark in einem Lokal in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu Mittag gegessen hatte. Sie kehrte um 1:30 Uhr ins Büro zurück, verließ es nach 2:30 Uhr wieder, um die Rechnungen zu holen, und entdeckte die beunruhigende Szene zu Hause. Als sie ankam, bemerkte sie, dass kein Licht brannte, und als sie durch das Haus ging, fand sie Mark in einer Blutlache. In ihrem Schrecken rüttelte sie an seinem Bein, rief seinen Namen und rannte dann aus dem Haus, um den Notruf zu wählen, da sie befürchtete, dass es sich um einen Einbrecher handeln könnte. Da es ihr nicht gelang, Hilfe von einem Nachbarn zu bekommen, wandte sie sich an ihre Mutter Kathy. Als Kathy eintraf, wartete Michelle bereits vor ihrem eigenen Haus. Während der polizeilichen Ermittlungen zu den möglichen Motiven wies Michelle auf Marks eigenen Vater Jack als jemanden hin, der etwas gegen ihn haben könnte. Mark hatte früher mit seinen Eltern, Jack und Tana, zusammengearbeitet, aber eine Meinungsverschiedenheit führte dazu, dass Mark sein eigenes Unternehmen gründete. Das Zerwürfnis entstand, als Mark einen größeren Anteil am Gewinn anstrebte, was Jack ablehnte. Michelle erzählte der Polizei, dass Jack ein kaltherziges Verhalten an den Tag legte und dass es in der Vergangenheit Probleme mit einem Vorfall zwischen Jack und ihrer 13-jährigen Tochter gegeben hatte. Michelles Vater, Carl Kelly, der in Marks Firma als Mietkassierer arbeitete, äußerte ebenfalls Verdacht und behauptete, er habe in der Vergangenheit Drohungen von Jack gehört. Als die Polizei Jack und Tana befragte, räumten sie die Entfremdung ein, behaupteten aber, der Streit um das Geld rühre von Michelles Wunsch nach mehr Geld her. Jack schlug vor, dass die Polizei Michelles Aktivitäten am Tag des Todes seines Sohnes unter die Lupe nehmen solle, da sie möglicherweise darin verwickelt sei. Jack zufolge kehrte Mark an diesem Tag nach Hause zurück, um einen Jagdbogen zu holen, und Michelle wäre die einzige Person gewesen, die von seiner Anwesenheit wusste. Jack lieferte der Polizei Einzelheiten über den von Michelle erwähnten Vorfall, bei dem es um ihre Tochter und explizite Fotos auf seinem Handy ging. Als Jack zunächst beschuldigt wurde, die Fotos gemacht zu haben, wurde seine Beziehung zu Tana belastet, was zu einer kurzen Trennung führte. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch ein anderes Bild. Jack erklärte der Polizei, dass Michelles Tochter mit ihrem Freund Sexting betrieben hatte, und Jack entdeckte die kompromittierenden Fotos auf seinem Handy. Um Konsequenzen seitens ihrer Eltern zu vermeiden, behauptete sie fälschlicherweise, Jack habe die Fotos gemacht, was zu Anschuldigungen wegen Kindesmissbrauchs gegen ihn führte. Obwohl keine Anklage erhoben wurde, führten die falschen Anschuldigungen zu einer erheblichen Belastung für Jack. Tana versöhnte sich mit Jack, als sie die vollständigen Einzelheiten der Situation erfuhr. Nachdem die Polizei Jacks Alibi überprüft hatte, sprach sie ihn als Verdächtigen in Bezug auf den Mord an seinem Sohn frei. Da Jack nicht mehr unter Verdacht stand, wurden die Ermittlungen ausgeweitet. Obwohl es so aussah, als ob Michelle und Mark ein zufriedenes Leben führten, blieb die Frage, wenn Michelle, wie von Jack vermutet, irgendwie involviert war, was könnte ihr Motiv für seinen Tod gewesen sein? Die Polizei fand schnell heraus, dass Michelle B.I. weitem nicht die trauernde Witwe war, für die sie sie anfangs hielt. Vor Marks Tod hatte Michelle eine Affäre mit einem viel jüngeren Kollegen, einem 24-jährigen Mann, den sie finanziell unterstützte, indem sie für seine Miete, Lebensmittel und andere Ausgaben aufkam. Bei der Befragung durch die Polizei behauptete Michelle, Mark habe nichts von der Affäre gewusst, und auf die Frage, ob Mark jemals die Scheidung beantragt habe, verneinte sie solche Gespräche. Michelle bestätigte jedoch, dass Mark Zweifel an der Zukunft ihrer Beziehung geäußert hatte, nachdem die Kinder das Haus verlassen hatten. Eine weitere Enthüllung kam zutage, als die Polizei die finanzielle Situation des Paares untersuchte. Mark und Michelle
waren mit einem hohen Schuldenberg belastet und es gab Anschuldigungen, dass Michelle möglicherweise Gelder vom Geschäftskonto abgezweigt hatte. Außerdem sollte Michelle im Falle von Marks Ableben 1 Million Dollar aus 2 Lebensversicherungen erhalten. Trotz dieser Verdachtsmomente hatte die Polizei keine konkreten Beweise gegen Michelle oder andere mögliche Verdächtige. Die Überwachungsaufnahmen der Bank, in der Michelle arbeitete, lieferten ein Alibi und bestätigten, dass sie zum Zeitpunkt von Marks Ermordung bei ihrem Vater Karl war. Die Ermittlungen nahmen eine Wende, als ein anonymer Hinweis die Polizei erreichte. Der Informant enthüllte, dass ein Mann namens Terence Barker damit geprahlt hatte, den Mord an Mark begangen zu haben. Dieser neue Hinweis stellte eine wichtige Entwicklung in dem Fall dar und veranlasste die Polizei, die mögliche Beteiligung von Terence Barker an Marks Tod zu untersuchen. Als die Polizei Terence Barker auf dem Revier befragte, stritt er zunächst jede Beteiligung an Marks Tod ab. Die Beweise gegen ihn waren jedoch erdrückend. Laut Augenzeugenberichten und Aufzeichnungen von Mobilfunkmasten befand er sich in unmittelbarer Nähe von Marks Haus und er wurde kurz vor den tödlichen Schüssen in einem blauen Mercedes gesichtet. Mit diesen Beweisen konfrontiert, gestand Terence schließlich, der Täter zu sein und gab an, dass er sich bereit erklärt hatte, Mark gegen eine versprochene Zahlung von 7.000 bis 10.000 Dollar zu erschießen, obwohl er noch kein Geld erhalten hatte. Weitere Ermittlungen führten die Polizei zu Johnny Hubbard, dem Fahrer des blauen Mercedes. Nun stellte sich die Frage, warum sollte jemand Marks Tod wollen? Die komplizierten Details der Ermittlungen begannen sich zu entfalten, als Johnny Hubbard, der Mark als einer seiner Mieter bekannt war, die Polizei darüber informierte, dass es Michelles Vater, Carl Kelly, war, der an ihn herangetreten war, um den Mord an Mark zu inszenieren. Die Beteiligung von Terence Barker kam zustande, als Johnny die Möglichkeit vorschlug, etwas Geld zu verdienen, woraufhin sie sich mit Carl auf einem Kirchenparkplatz trafen, um den Plan zu besprechen. Terence erklärte sich bereit, die Schießerei auszuführen und behauptete, Mark nicht zu kennen und ihn noch nie gesehen zu haben. Nach Terences Darstellung übergab Carl ihm die Schusswaffe, die bei dem Mord verwendet wurde, zeigte ihm Marks Wohnung und wies ihn an, wo er sich auf die Lauer legen sollte. Terence behauptete jedoch, dass auch Michelle in das Komplott verwickelt war. Er erzählte der Polizei, dass Michelle ihrem Vater Anweisungen gab und ihm mehrere Textnachrichten schickte. Eine Nachricht, die am Tag des Mordes um 8 Stunden 20 Minuten verschickt wurde, lautete: Es muss heute sein, so kann ich nicht leben, schrecklich heute Morgen. Carl antwortete: Okay, kannst du ihn zum Mittagessen bringen? Mit diesen Informationen begannen sich die Puzzleteile für die Polizei zusammenzufügen. Sie vermuteten, dass Michelle das Treffen mit Mark zum Mittagessen arrangiert hatte, um Carl die Möglichkeit zu geben, Terence ins Haus zu bringen. Michelles Textnachrichten deuteten darauf hin, dass sie von dem Plan wusste und dass der Mord an diesem Tag geschehen musste. Die Polizei glaubte nun, dass Michelle einen Schock vortäuschte, als sie Marks Leiche entdeckte, obwohl sie bereits wusste, was sie zu Hause erwartete. Dies erklärt, warum sie nicht versuchte, Mark zu helfen, als sie ihn tödlich verletzt in der Küche fand. Sie war sich seines Todes bereits bewusst, bevor sie nach Hause kam. Aus den Telefonaufzeichnungen ging hervor, dass Michelle und Carl am Tag des Mordes zahlreiche Textnachrichten austauschten, von denen die meisten umgehend gelöscht wurden. Außerdem geht aus den Unterlagen hervor, dass Mark zunächst Michelles Einladung zum Mittagessen ablehnte, sie aber darauf bestand und auch darauf, danach ein Eis essen zu gehen. Während des Eisessens stand Michelle in ständigem Kontakt mit ihrem Vater über Textnachrichten. Anfänglich stritt Michelle jegliche Beteiligung ab. Später änderte sie ihre Geschichte und behauptete, erst nach Marks Tod von der Beteiligung ihres Vaters gewusst zu haben. Terence Barker bekannte sich des Mordes ersten Grades schuldig und erhielt eine 35-jährige Haftstrafe. Ebenso bekannte sich Carl Kelly des Mordes ersten Grades schuldig und wurde zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Johnny Hubbard
bekannte sich der Behinderung der Festnahme und des Widerrufs der Bewährung aus einer früheren Drogenanklage schuldig und wurde zu einer 18-jährigen Haftstrafe verurteilt sowie zu weiteren 20 Jahren wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen B einer früheren Drogenverurteilung. Michel Despin bekannte sich in einem reduzierten Anklagepunkt der Behinderung der Festnahme schuldig und wurde zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt, die nach 5 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. In einem ausgehandelten Plädoyer bekannte sie sich der dreifachen Behinderung der Ergreifung und Verfolgung eines Kapitalmordes schuldig und vermied damit eine Anklage wegen Kapitalmordes. Als Teil der Einigung verzichtete sie auf ihr Recht, in Berufung zu gehen, da die Eltern von Marc befürchteten, dass Michel im Falle eines Prozesses wegen Mordes an Marc möglicherweise nicht schuldig gesprochen würde, akzeptierten sie die Vereinbarung, um sicherzustellen, dass sie eine gewisse Zeit im Gefängnis verbringen würde. Was denken Sie über diese Geschichte? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf.